Hautstärke gehabt. War es 60%? Ach Mann, ey, ich wollte mir das merken. Schon wieder vergessen. Heute Abend heißt es Wannenbad oder lange Duschen. Ich? Ach, jetzt nehme ich den Controller in die Hand. Ich spiele ja gar nicht mit Controller. Nee, ich gehe heute Abend zum Konzert. Ich glaube nicht, dass ich heute noch in die Wanne gehe. Vielleicht kurz duschen, ja, aber nicht großartig irgendwie in der Wanne. Nee, nee, nee. Heute nicht. Wisst ihr, was mir gerade so ein bisschen eingefallen oder aufgefallen ist, was ich ein bisschen schade finde an dem Spiel? Wir spielen ja jetzt schon die Beta, ne? Und die werden ja storytechnisch jetzt nicht wirklich viel verändern, sage ich jetzt mal. Das stelle ich mir tatsächlich ein bisschen schwierig vor. Weil das denn... Oh Gott, guck mal, hier oben schweben die ganzen Pflanzen. Das stelle ich mir tatsächlich ein bisschen schwierig vor im Hinblick auf, wenn du das dann nochmal spielst, dann kennst du das ja alles schon. Also irgendwie, guck mal, das müssen sie auf jeden Fall noch ändern. Hier schwebt alles in der Luft. Weil das ist sonst, glaube ich, echt ein bisschen... Bisschen langweilig dann, oder? Wenn ich mir jetzt überlege, bei New World habe ich damals die, habe ich da die Beta gespielt? Oh, wir haben was Neues gefunden. Tin Ore haben wir gefunden. Okay, das kannte ich bisher noch nicht. Weil, aber ich habe damals auch schon die Beta gespielt. Fand ich das denn langweilig? Ich weiß es nicht. Weil nicht, dass man das dann so schnell so wischiwaschi macht, ne? Weil so, wir müssen ja schnell die ersten Level hinter uns bringen. Und dann geht so ein bisschen was vom Spiel, finde ich, verloren. Wenn man dann nur so rucki-zucki hinterher da... Chris riecht dich doch auch so gern. Naja, ich hoffe. Aber ich schwitze ja jetzt nicht. Obwohl beim Konzert auf jeden Fall. Ja, ich muss heute Abend duschen gehen, denke ich mal. Oh, wir haben sogar auch ein bisschen Silber gerade gekriegt, habe ich hier über meinem Kopf weben sehen. Also es gibt verschiedene Materialien mit unterschiedlichen Wertigkeiten. Lila scheint schon ein bisschen besonders dann zu sein sogar. Also so an sich, meine Meinung erstmal zu dem Spiel ist im Großen und Ganzen positiv. Ich finde die Welt cool. Ich finde, die Karte ist riesig. Ich finde die Optik toll, dass es halt realistisch aussieht. Guck mal, jetzt haben wir hinten diesen Flabber mit dabei. Ich finde es cool, dass du dir Sachen hier hinsetzen kannst und Sachen bauen kannst. Das finde ich ziemlich nice. Ich mag es, dass du selbst entscheiden kannst, ob du halt hier zum Beispiel so bestimmte Sachen jetzt looten möchtest, wo du dann zum Beispiel ein Elite-Enemy töten kannst. Du kannst nach Mystical Crates gucken. Du kannst normale Enemies töten und verschiedene Sachen entdecken. Das finde ich cool, weil dadurch hast du immer so Dörfer-Aspekte, die du halt looten kannst, um halt Zeug zu bekommen. Oder du kannst halt einfach der Quest folgen. Oder du kannst halt auch sagen, nee, Digga, das scheiße ich voll drauf. Ich möchte meine Erfahrungspunkte eher dadurch sammeln, dass ich halt einfach Makers und Crafter, also dass ich halt einfach baue, was auch völlig okay ist. Kann man theoretisch auch machen, wenn man da Bock drauf hat. Ich muss ja ehrlich sagen, ich würde ja jetzt gerne wissen, was hier dieser Elite-Gegner ist. Aber das sind schon ganz schön viele Gegner da, die hier rechts rumlaufen. Cool ist auch, dass du mit dem Moped fahren kannst. Cool ist, dass du dich teleportieren kannst, weil gerade bei so großen Karten ist das ziemlich langweilig, wenn du die ganze Zeit immer nur laufen musst, so wie ich es jetzt mache. Das ist schon cooler eigentlich, wenn du mit dem Moped fährst. Aber ich will mir das... Ach, da ist ein Elite-Gegner. Guck mal, der da hinten. Nicht gesehen. Da ist auch ein Gegner. Aber ist das Elite-Gegner? Ey, ich hätte mir mal Muni machen sollen. Scheiße. Ist
Sind das Elite-Gegner? Nee, das sind wieder einfach nur diese... Monster. Diese Mayfires, oder? Na, Blood Raven, hallöchen! Hallo, hallo! Wie der Dude einfach keinen Muppet-Sound hat. Oh, da ist ein Elite-Gegner, der ist Level 11 schon. Was ist, wenn ich jetzt E drücke? Das ist einfach nur Deckung oder was? Ist es nur eine Deckungswand? Kann ich selber drauf schießen? Ich müsste das schaffen, nur Headshots zu machen. Das kann ich nicht. Nur langsam. Oha, hat da jemand Daisy kopiert? Hallöchen, Floppy. Nee, es ist nicht kopiert. Es ist halt, ich denke mal, aufgebaut auf der... Es ist halt wie Armor. Und dadurch, dass das halt die gleiche Art und Weise ist, könnte man das halt gut damit vergleichen, ja. Aber es ist schon ziemlich cool. Once Human heißt das Game. Guck mal, ich kann den sogar Arme und Beine abdingsen. Abschießen. Aber wir müssen eigentlich da unten zu... Du blöde Sau. Ich wollte gerade sagen, ich müsste eigentlich dort lang. Oder ich mache noch den Chor hier. Soll ich einfach fahren? Ich glaube, ich fahre einfach. Aber irgendwas ist hier bei mir. Irgendwas leuchtet hier, was Gelbes. Daisy ist ja Armer. Ich finde am Kopieren ja auch nichts Schlimmes. Nee, nee, es ist halt... Ich glaube, also Arma ist ja der Ursprung von allen Battle Royale, Souls, Survival, Zeugs. Obwohl Souls-Likes, weiß ich gar nicht. Ist ein Hund? Da ist doch so ein Vieh. Ach du Scheiße. Also da will ich eigentlich hin. Zu diesem rosanen Ding da. Die verfolgen mich aber. Da ist der Große. Ah ne, das ist nicht der Große. Ich finde, das ist halt ein ziemlich rundes Game so bisher schon. Dafür, dass es nur eine Beta ist. Finde ich schon ziemlich nett gemacht. Also ihr habt ja auch einige Bosskämpfe verpasst. Ja, Sexy Po, genau. Der kommt auch noch dazu. Finger in Po, Mexiko. Jetzt ist das wieder genau dran, ne? Und das ist nicht nur eins. Ich habe halt auch nur noch 200 Schuss. Ich gehe einfach ran. So, collected. Jesus. Die muss ich auch im Kopf schießen. Ich glaube, ich muss einen in den Kopf schießen. Damit ich mehr Damage mache. Headshot ist immer Best Shot. Guck mal, der hat sogar so eine Plane drüber. Sieht ja übelst verschärft aus. Habe ich keinen Loot? Schade. Genau genommen ist Minecraft der Erfinder von Battle Royale. Nee. Minecraft nicht. Arma gab es als erstes und dann haben die Modder
von Arma irgendwie PUBG erstellt oder DayZ oder sowas. Und Battle Royale ist sozusagen nur eine Mod, die als Spiel sozusagen fungierte, als Spielmodi, soweit ich das mal von irgendeiner Zusammenfassung mal gehört habe. Da hatte jemand nämlich damals Videos gemacht, wie diese ganzen unterschiedlichen Modis entstanden sind, wie Battle Royale oder Arena Shooter oder dies, das, Ananas. Und der hatte gesagt, dass es das Arma sozusagen... Was ist das? Digga, was ist das? Warum läuft hier ein Biber rum mit einer Mütze? What the fuck? Muss ich mal nachlesen. Da erscheinen sich die Geister drüber. Ja, jeder erzählt das dann auch anders. Aber ich habe mal gehört, dass Arma sozusagen der Ursprung allem ist. Und dass daraus dann... Deshalb sieht auch DayZ, PUBG, darum sehen die auch alle gleich aus. Weil es halt alles auf derselben Sache aufgebaut ist. Far Cry, Division und. Okay, wir haben einen neuen Spot erreicht. Ich identifiziere mich nicht. Can't you see, I'm a Mayfly. You ever hear of the Mayflies? I'm here to solve problems, not cause them. Wir reden, wir haben unsere Stimme entdeckt. Cool. Wir hatten ja die ganze Zeit immer keine Stimme. Oh yeah, you've got one of those weird backpacks. A cradle, right? We had another one of you guys come by here not too long ago. He didn't exactly impress anyone. So, you're here to clean up his mess? Hat der ein Cap von Rosetta auf? We've got a pretty urgent Stardust problem. But how do I know you'll actually help? I can't promise anything, but I'll try if you let me in. I can't make any promises if I don't know what's going on. It's like going to the doctor. You've got to diagnose the illness. Der Mützenbiber ist los. Läuft einfach unter ihrer Machete durch und Evie ist schon einen Kopf zu kurz. Ich glaube, das war ein Wesen von dem Typen, der da gebaut hat, könnte ich mir vorstellen. Weil man kann ja auch später Tiere, glaube ich, irgendwie haushalten oder so. Aber I don't know. Ja, das sind alles nur Mods, genau. Und da ist dann halt auch Battle Royale entstanden, weil die Leute damals bei Arma sich das so als Modi gewünscht haben. Und Arma hat dann aber gesagt, nö, wir fahren die Schiene weiter und wir probieren keine neuen Modis aus. Oder es gibt keine anderen Formen davon. Wir verkaufen lieber was halt einfach stabil läuft und was von den Leuten gekauft wird. Und dann haben die Leute von PUBG sich dazu entschieden, oder auch von DayZ, erstmal dieses Survival Open World Ding zu machen oder halt ein Battle Royale. Und da sind diese ganzen Modis durch Mods dann entstanden. Ach, Maxi! Wer ist denn jetzt Maxi? Kann ich mir hier Munition kaufen? Wer ist der da für ein Typ? Follow Maxi and talk to her. Hier ist Claire, aber wir müssen doch mit Claire sprechen. Aber da können wir nur mit dem Shop. Ey, aber kaufe ich mir Muni? Nee. Kauf mir hier keine Munition. Excuse me. Ma'am, you are the Major? Hallo? Maxi Rodriguez. I'm the mayor here. Hallöchen, Maxi Rodriguez. Straightforward, I like that. I'm a Mayfly. You've probably never heard of me, but I heard about your town when I was traveling north. You've got something strange going on here? Strange is putting it lightly. It's been about half a year now. Pregnant animals here, even pregnant people. All get infected by stardust and turn into these trees. Trees, das sind die Monster. Geil. We tried everything to save them. None of it worked. You can go ahead and see for yourself. There's some strange shit, all right. Okay. Oh, was ist das jetzt? Override?
The Cradle Override System. Ah, das ist die rechte Seite. Is unlocked and it's accessed from the right entrance after opening the Cradle screen. Cradle has override features. You can. Oh, hab ich mich erschrocken! Oh, ey. Hör auf! Can dramatically improve combat abilities and need to be matched to nudes to take effect. Override features and nudes need to be gradually unlocked through exploration and combat. Der James war das hier schon wieder, der hier mit 100 Biddies umherschreit. Schweinerei! Was zockst du? Wir zocken Once Human. Also die Beta davon ist ein Open World Craft Shooter mit Bosskämpfen. Ziemlich geil. Ist aber leider derzeit noch eine Beta und ich werde euch das Tutorial, was ich gespielt habe, auf YouTube hochladen. Und wahrscheinlich auch den Stream noch zusätzlich, weil es ja doch ein bisschen was passiert heute. Minecraft, entwickelt von einem Benutzer namens Bajan Canadian im Jahr 2012. Einer der ersten und einflussreichsten Vertreter dieses Genres. Dieser Modus ließ Spieler auf einer Karte gegeneinander antreten, bis nur noch einer übrig war. Ähnlich dem Konzept des Battle Royale. Ja, aber Minecraft war... Das ursprüngliche Minecraft war doch nicht ein Battle Royale. Das war doch dann dieses Dungeon-Ding, oder? Muss man nach Battle Royale und Arma suchen? Ich wette, da findest du mehr. Den Shop. Ja, wollen wir denn doch vielleicht Munition kaufen? Aber eigentlich kann ich mir das selber herstellen. Warte mal. Ich werde mir hier draußen mal so einen kleinen Spot hinpacken. Und dann können wir ja hier ein bisschen Zeugs craften. Weil, hier können wir nämlich auch Arrows für unser Dings herstellen. Oh, ich kann auch Roasted Meat machen. Ja, das machen wir doch mal, bevor es schlecht wird. Boiled Water. Ah, ich habe kein dreckiges Wasser. Das lässt sich doch bestimmt ändern. Habe ich den Schlauch denn jetzt hergeholt? Okay, 45 Wasser. Da kann ich doch bestimmt ein bisschen Wasser draus machen, oder? Erstmal machen wir Arrows. Das ist viel wichtiger. 24 Arrows. 120 habe ich dadurch. Und dann ein bisschen Boiled Water. So. Ich weiß alles über Battle Royale. Und es hat auch nur in Arma damit Spaß gemacht. Aber der erste, der das hatte, war eben echt Minecraft. Ach, krass. Ich dachte halt wirklich PUBG. Okay, wieder was dazugelernt. Nice. Ist das hier mit dem Licht zu viel? Ja, ne? Wenn wir kurz den Vorhang vor. Aber ich finde, dass Battle Royale immer noch Spaß macht. Kommt halt, glaube ich, drauf an, was man spielt und mit wem man spielt. Weil zum Beispiel damals, als PUBG rausgekommen ist, hat mir PUBG schon unfassbar viel Spaß gemacht. Und auch jetzt Apex finde ich super toll. Ich bin ja bei Apex auch nicht der Fan, dass sie sagen, dass sie das so machen wollen, dass man Solo spielt. Weil ich finde, in Apex setzt es gerade darauf an, dass du halt mit Leuten zusammen die Fähigkeiten kombinierst und dich gut platzierst und sowas alles. Und wenn man dann theoretisch eher nur darauf abzielt, Solo zu spielen, ist das zwar auch ein Battle Royale-Form, aber halt, da kannst du auch, keine Ahnung, Counter-Strike spielen oder so. PUBG war der dritte oder so nach Minecraft. Ach, stimmt, H1Z1 kam auch noch. Stimmt, das habe ich aber leider nie gespielt. Leider, leider. Das nie gedaddelt. Läuft das über Steam? Das hier? Nee, nicht Direkt-Taktik. Mm. Du musst einfach auf die Seite gehen von Once Human und dir so einen anderen Launcher runterladen. Aber ist nicht problematisch. Also man kann da einfach draufklicken. Ich habe das vorhin schon gezeigt. Du gehst einfach auf die Seite von Once Human und wenn du dann hier auf der Seite drauf bist,
klickst du hier drauf auf Download Beta Launcher, PC. Man kann das theoretisch auch am Handy spielen. Und dann kannst du halt diesen Bay, wie heißt der? Loading Bay Launcher runterladen. Da meldet man sich an und dann kann man das runterladen. Aber ich weiß nicht, ob die Beta noch offen ist. Ob ihr das machen könnt oder ob die schon geschlossen ist. Das weiß ich leider nicht. Weil ich habe das am Freitag runtergeladen und da ging es noch. Da hatte ich keine Probleme. Aber es kann sein, dass es auch mittlerweile nicht geht. Das müsstet ihr austesten, wenn ihr da Bock drauf habt. So, die war ja... Sehe ich da irgendwie, wie viel Munition ich gerade noch habe? 0. 91. Shit. Shitty fuck. Okay, na dann laufen wir der mal hinterher. Focus Maxi. Head to a suitable location and talk to her. Hey, 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 rennen Sie mal nicht so schnell hier mit mir mit, ja? Was ist das? Was ist das denn für ein Vieh? Sie sieht aus wie so ein Pilzmädchen. Okay, crazy. Maxi, wo bist du? Hydration is the key. Ach, da ist sie. Die ist echt noch ein bisschen verbuggt, glaube ich. Learn about the situation in Mayor's Market. Entschuldigen Sie bitte. Now, Schlückchen Wasser trinken. Ach, Mirko. Ich muss mal Wasser holen. Ich warte ja noch wegen der Übersetzung. Ja, ich weiß halt nicht genau, wann es kommen wird. Aber es ist, wie gesagt, noch eine Beta und die wollen es eigentlich im dritten Quartal rausbringen. Also ich hoffe auch, dass bald die Übersetzung kommt. Aber da weiß ich leider auch nicht viel zu, wann das der Fall sein wird. Aber ich finde, das, was man derzeit so erfährt, finde ich, ist alles noch machbar. Also das ist jetzt nicht großartig was Englisches, was man jetzt irgendwie nicht versteht. Man muss halt ein bisschen gucken und manche Sachen sind ja auch dann markiert. Mirko, Prost auf dich! Dankeschön fürs Wasser trinken. Und so far no one else who can solve this problem. Und dankeschön nochmal für die Keys. Hab vorhin die Trailer da gezeigt zu den Spielen. Instead, he ran away with his deposit. I'm not inclined to trust any more Mayflies, but I also don't have any other options. You'd better not let us down like he did. Wer ist hier? You can count on me. You have my word, I'll fix this. Is there anything else you think I should know about this case? Does that big monolith that Rosetta built count? That thing's been here about as long as me. It's been abandoned for 20 years, until all of a sudden 6 months ago, it lit up with a giant beam of light. Oh-oh. Oh-oh, ich habe Angst. 6 months ago. Warum genau 6 Monate? Yeah, right around the time we started getting this tree trouble. Na, dann hängt das wahrscheinlich miteinander zusammen. Connection between the two. But it's too dangerous around the monolith. No one can get close to there. I'll check it out then. Anywhere else I should go? Yeah. An area called High Banks, north of here. It's by the bridge and the south bank of the river. What is it? Sometimes junk or animal carcasses wash up there. So it attracts beasts and desperate people looking for food. You might find something useful there. Okay, also da sollen wir als erstes hingehen. Desperate person? Like have someone in mind? Jetzt sollen wir jemanden suchen, der uns im Kampf wieder hilft, wie vorhin die? There was a woman. The town voted to kick her out. Collectively. She... Well, she was also infected. Later, deep in High Banks, I saw it. Her. She didn't look like Agnes. She became something else. Something... I can't describe. Oha. I think she might have been the very first to be infected. The first infected person? That sounds useful. When you say she was infected, then was she also... Pregnant? Pregnant. Yeah.
Boah, ich habe die Story richtig im Blick, Leute. Any other questions? Ja, aber dann können doch eigentlich nur Frauen sich infizieren, oder verstehe ich das jetzt gerade falsch? I wanted to ask about that Mayfly Talon. Hey, what was up with that Mayfly who came here before me? Why didn't he solve the problem? Das ist eine gute Frage. Who the hell knows? Hadn't seen a Mayfly for years. Didn't even know there were any left in Nowcott. Then he showed up 2 months ago wearing his cradle, looking all gloomy, depressed. We didn't have many other options, so I asked him if he could solve our problem. He didn't say much, took some food and batteries as a deposit, then did some research. I saw him coming in and out for a few days. In the end, he crept out without saying a word. Fast ist einfach abgehauen. All he left behind were some ripped up notes and empty cans. Notes? Wait a minute, what kind of notes? Were they research into deviations? They're full of broken symbols and jargon. Just impossible to understand. I tossed them into the corner of the market's office if you want to see them yourself. Yes. He really left without a trace. Some residents saw him sneak out through the north gate before dawn. If he didn't go to that swamp you came from, then he must have gone to a settlement called Greywater northwest of here. Anyway, we never saw him again. Communications with Greywater have been cutting out recently. So I don't know if that son of a bitch ever passed through or not. Oh, son of a bitch. Son of a bitch. Yeah, son of a bitch. Der ist ja schon wieder hier. What the fuck? Der ist ja wie in diesem Horrorfilm, der eine Typ, der die ganze Zeit einfach immer verfolgt und da durchguidet. Nur die Frauen können sich infizieren? Ja, anscheinend. Bei Steam soll es dann aktivierbar werden. Auch wegen Oberfläche soll die deutsche Übersetzung kommen. Ja, Leute, da macht euch entspannt. Das ist, wie gesagt, alles noch eine Beta. Ich bin froh, dass das überhaupt so gut läuft. Es must be Talon's note. They're messy, all right. Why did Talon back out so much information here? Why did he, what did he discover? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall viel Alkohol, würde ich sagen. Interesting. So the Mayfly staged an operation 7 years ago, right when they all disappeared. Die Musik finde ich schön. Das ist nicht so aufdringlich. Das ist cool gemacht. Was sind das für Sounds? Okay, wo muss ich denn jetzt hinfahren? Oh, was ist denn das hier? Party-Event? Ich habe noch keine Angel. Kann ich mir eine Angel bauen? Warte mal kurz. Mal kurz gucken, ob ich mir eine Angel bauen kann. Einen Moment, ich muss mal kurz zu meinem Shelter gehen. Lalalalalala. Ich könnte auch einmal mich nach Hause teleportieren. Hä, warum kommt jetzt unten die ganzen Sachen? I'm the researcher. I'm currently near. I have some intel to share. Digga, verpiss dich. What the fuck? Ist das verbuggt? Eine Angel. Nein, kann man die hier nicht bauen? Ich dachte, man könnte eine Angel bauen. Das Cargo Shuffle. Everyday I'm shuffling. Okay, dann teleportiere ich mich kurz nach Hause, guck, ob ich eine Angel bauen kann. Dann will ich mal an diesem Event teilnehmen mit dem Angeln. Ich glaube, wir müssen auch noch Köder bauen. So. Und das Vieh finde ich eigentlich kacke. Ich will eigentlich was anderes mitnehmen. Statt dieses Flubbelwubbel. Also, wenn ich einen Köder bauen will. Wo?
Wo gab's noch mal Mais? Okay, das habe ich alles noch nicht. Shotgun. Das müsste ich ja theoretisch eigentlich alles haben, ne? Brauche ich eine Shotgun? Ah, hier kann ich Sachen repairen. Wenn ich die zum Beispiel unable to repair, as you are not the owner. Was? Ich bin nicht der Owner auf dieser Waffe? Ja, stimmt, die habe ich auch irgendwo gefunden. Das kostet mich so viel. Krass teuer. Kalibration. 2 von 6. Ach, dann können wir die noch verbessern, die Waffen. Okay. Was ist noch mal eine... Cooper Rifle Ammo brauche ich. Dieses Spiel macht mich fertig. Every day I'm shuffling. Scheiße, Leute, wo gab's noch mal Mais? Auf den Feldern halt oben, ne? Gab's hier Mais? Gab's hier Mais? Hier gab's Mais, ne? Kann es sein, dass es hier Mais gab? Ob es da in der Nähe Mais gibt, das sieht mir halt nicht so nach Feldern aus. Kann ich mich dahin teleportieren? Nee, ne? Ich müsste mich hierhin teleportieren und dann theoretisch hier hinfahren. Oder gab es hier Mais? Ob es hier Mais gibt? Ah, das sieht eher aus wie Mais, oder? Als das? Aber vielleicht können wir auch hier einfach hinfahren. Können wir hier auch noch. Fahren wir hier kurz mal gucken, okay? Teleportationstower. Huh? Da gibt es Teleportationstower? Was ist das? Attack? Okay. Scheiße, ich habe das Ding. Oh mein Gott, bin ich dumm. Ich habe das nicht freigeschalten. Ach du Scheiße. Ich habe den Dungeon gemacht und habe mich da nicht. Naja. Das habe ich schon. Da habe ich ein Zeichen dran. Anscheinend habe ich das schon gemacht. Hier fehlt mir noch was. Eine Chest. Hier ist auch ein Teleportationstower. Ist ja witzig. So, ich wollte mir noch ein bisschen Money craften. Hä? Copper Rifle oder LMG? Rifle, okay. Copper Rifle brauchen wir. 840. Spiel einfach neu starten? Wieso? Wegen was? Ach, guck mal, hier ist auch die Angelrute. Holz und Kupferingot. Wenn du was vergessen hast. So. Nee, nee, alle Tüte. Kann ja nochmal hinfahren. So ist ja nicht das Problem. Das ist ja das Schöne an Open World. Du kannst ja einfach nochmal hinfahren. Oh. Nehmen wir mit. So. Dann nehmen wir uns mal die Muni mit. Wir brauchen noch 10 von diesem Kupfer.
Sehr gut. Dann stellen wir uns jetzt eine Angel her. Gunpowder kann ich ja auch selber herstellen. Ach, dafür brauche ich Sulfur. Ah, das ist ja clever. Okay. Und ich brauche halt, wie gesagt, how to get gathering crops. So, jetzt habe ich auch meine Angel. Cool. Wie konnte ich noch mal fliegen, Leute? T war es nicht, ne? Warum will ich immer T drücken? Das Monster gerade angeflogen. Angelaufen. Angeflogen, ja. War das nicht doppelt irgendwie drücken? Yes. Oh, man kann auch fliegen. Voll geil. Ach, ich mag diese Optik von dem Spiel. Das ist schon ziemlich cool gemacht. So, am Strand können wir hier noch Sulfur mitnehmen. Guck mal, der hat schon richtig ein Steinhaus gebaut. So, Sulfur brauchen wir nämlich, um uns dann Gunpowder wieder herzustellen. Aber es ist nice, dass das alles hier vorne bei uns in der Nähe eigentlich so ist. Finde ich ziemlich cool. Der hat auch geil gebaut, so auf dem Wasser. Sieht auch schick aus. Hätten wir auch theoretisch machen können, ne? Auf dem Wasser zu bauen. Ist eigentlich auch ziemlich geil. So, wie sieht mein Gewicht aus? Ah. 46 Kilo. So, und wir wollen jetzt hier oben zu den Feldern. Aus dem Weg! Och nee, das sind Orangenbäume. Das ist kein Mais. Scheiße. Ich brauche Mais. Kann ich das nicht auch aus Orangen machen? Orange Tree. Kriege ich da Orangen? Nee, da kriege ich nur Loks. Okay, ja, dann... Scheiße. Oh nein, ist dieses Event weg? Nein, das Fisch-Event ist weg. Oh, vielleicht wird mir das auch nur in der Area angezeigt. Hm. Schade. Schade, Marmelade. Wollen wir zu dem Teleportationstower hier vielleicht fahren? Ah, das macht ja eigentlich nichts, das Vieh, oder? Oh shit, das macht doch ganz schön viel. Ich dachte, das ruft nur die Monster.
Ich bin schnell weggefahren. So, also wir wollen die Straße hochfahren. Dann nach rechts zum Haus. Nun gib Gas, alte Ziege. Was ist da vorne? Ist das ein Monster? Ey Leute, wenn ihr irgendwo Mais seht, schreibt bitte ganz laut, ja? Jetzt müssen wir eigentlich hier so hoch. We need Mais! Mais. So, und jetzt muss ich irgendwie hier oben zu diesem Ding hochkommen. Ob ich da hochfahren kann? Mit Sicherheit nicht, wa? Vielleicht komme ich von hier dann irgendwie da ran. Maybe. Oh, hier hat sich auch einer ein Shelter eingebaut. Okay. Digga, der kommt ja null diese Ding hoch hier. Das ist doch nicht mal steil. Was denn das für ein Moped? Okay, ist doch ziemlich steil. Ich nehme alles wieder zurück. Einmal mit Profis, Leute. Scheiße, da waren Rickets. Hat keiner gesehen. Bitte nicht ins Moped, bitte nicht ins Moped. Ich komme hier gerade zu dem Berg hoch. Da hat sich auch jemand ein Haus gebaut. Das sieht ja auch cool aus. Direkt an dem Teleportationsteil. Ist auch clever. Oh, der macht sogar die Türen gerade auf. Oder die waren schon offen. Stell dir mal vor, bist du am Arbeiten, kommt einer und erschießt dich hier mit der Armbrust. Das ist ja auch bitter, ey. Glue. Warum findet man hier immer Glue bei denen? Die sind doch abhängig. Chip-locked Loot Crate. Chip-locked? Wo kriege ich denn Chip her? Von einem der Arbeiter? Chip-locked. Plastic Card. Ist das vielleicht der Chip, den ich brauche? Warum lag der da hinten? Bei mir ist Mais. Ey, muss ich jetzt mal hinkommen. Wow.
Dried Food haben wir gekriegt. Okay, aber ich glaube, das müsste die Chipkarte jetzt gewesen sein. I hope so. Ich bin Lakes Hard Camp. So gebackene Putenstreifen auf Salat bestellt. Ui, lass dir schmecken, Gertschi Berli. Guten Appetit. Please submit the correct item. Aber habe ich nicht so eine Keycard gekriegt? Select from the list on the left. Da ist aber nichts. Hä? It's a chip lock. Looks like need for corresponding chip cards to unlock. Perhaps I should search other similar checkpoints. I come back when I found something? Oh no! Really? Do you want to verarsche me? Ist er nicht deren Ernst? Hat die jetzt nicht gesagt. Darum ist hier auch so ein scheiß Spawn Point. Kannst du wissen, damit man hier öfter herkommen muss. So, Teleportationstower. Hier wollten wir hin, ne? Let's go! Oh, Gottes Willen. Oh, jetzt ist ja schon gleich 13 Uhr, Leute. 13 Uhr, 15 Uhr. Also ich mache noch bis um 3, würde ich sagen. Eine halbe gute Stunde mache ich jetzt noch. Und dann mache ich langsam aus. Und dann sehen wir uns leider erst am Freitag wieder, Leute. Nee, Samstag. Nächste Woche Samstag sehen wir uns erst wieder. Es sei denn, ich streame zwischendurch auf dem Shooter-Efi-Kanal. Sehen wir uns leider erst am Samstag wieder. Weil Freitag und Montag gibt es keine Streams bei mir. Montag gibt es keinen Stream, weil ich zur Uni bin. Freitag gibt es bei mir keinen Stream, weil ich zur Beerdigung bin. Und darum sehen wir uns erst am... Digga, wie standhaft sind bitte diese Flaschen. Darum sehen wir uns erst nächste Woche Samstag wieder. Nächste Woche Samstag ab um 10. Würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Vielleicht spielen wir Once Human weiter. Vielleicht spielen wir aber auch die Mod weiter. Ich glaube, ich würde eher die Mod weiter spielen. Ich finde, wir haben uns jetzt so ein bisschen Once Human hier angeguckt. Ich finde es so von der Optik her ganz angenehm. Mir gefällt es echt gut. Ich mag das mit den Bossen. Ich hätte halt gerne jetzt mit meiner Angel an so einem Event teilgenommen, wenn ich ehrlich bin. Aber leider... habe ich ja nicht so schnell so ein Fischzeug gekriegt. So ein Köder. Das war echt ein bisschen kacke. Aber hier oben müsste eigentlich Mais sein. Oder waren hier keine... Doch, hier sind das Mais. Ich sehe es doch mit in meinen Augen. Was ist denn das da? Korn. Könnten wir auch selber versuchen, mal anzubauen, ne? Dann wäre das auch bei uns direkt vor der Tür. Und wir müssten nicht immer hier hinlatschen. Was ist denn das da? Ist das das Event da vielleicht? Okay, neblig. Was ist das denn? Be on your guard. Eliminate Deviants?
Ja, wo denn? Spray and Spray. Progress 30. Oh, das sind aber sehr viele. Wie viel Muni? 749 Schuss hat die Waffe noch. Wir gehen jetzt mit dem Fliegen. Einfach springen und dann Leerzeichen drücken. Oh mein Gott, sind das viele. Jetzt habe ich dadurch so ein Loot-Ding gekriegt hier, oder was? Loot. Okay, nice. Aber das war nicht das Event da hinten, oder? Ach doch, oder? Ich habe keine Ahnung. Okay, aber wir haben ein bisschen Mais auf jeden Fall bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Ein bisschen Mais muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Leaving the Mist Zone. Hä? Wie Leaving the Mist Zone? Achso, okay. Haben wir echt so ein Event gemacht. Geil. Kann ich eigentlich hier auch an andere Shelter rangehen? Nee, ne? Das ist ja nicht mein Shelter. Also kein. Das haben sie sich auch so ein bisschen aus New World so abgeguckt, ne? Da hattest du ja auch immer diese Shelter, die dann als Respawn Point gezählt haben. Finde ich auch ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Dass sie da so die Idee hatten. Warum sage ich? Die haben echt viele Elemente aus Spielen zusammengewürfelt, die man halt schon so kennt. Das ist echt geil gemacht. So, und teleportiere ich nach Hause. Mach mir mal was für meine Fische da, für die Angel. Ich habe Mais, yes, habe ich gefunden. So, gucken, was wir da jetzt brauchen. Also, ich brauche Korn. Dann hätten wir 11 von den... von diesen Fischdingern. Bin echt gespannt, wie mein Haus irgendwann mal aussehen wird. Ich hoffe, es wird gut werden. Der Digby Boy. Das habe ich sogar mehrmals. The manner of entry into force. Deviant power is greater than 30. Mein Ore. Activate Status. Ach, der macht dann automatisch Mining in der Nähe. Dann sah ich doch, war vorhin dieser komische Bär. Der war safe vorhin so ein Tier von denen. Okay, je nachdem, was man dann hier drinne hat. Wenn ich jetzt die Bee mache, was macht die? Die sieht aber sehr traurig aus. The higher the deviant energy rating, the higher the mutation proof. Manner of Energy for Steven Power is greater than... Okay. Was bedeutet das? Ich glaube, ich nehme den Schmetterling mit.
Oh, dann ist der da hinten bei mir drin. Okay, Fischzeugs ist fertig. Dann können wir jetzt theoretisch zu diesem anderen Gebiet hin. Aber ich muss auch was essen und was trinken. So. Da würde ich sagen, gehen wir dann mal hier hin. Warum kann ich da nicht hin? Kann ich zu meinem... Da kann ich auch nicht hin. Warum kann ich da nicht hin teleportieren, Leute? Weil das sozusagen nicht dort in der Area drin ist? Oder warum kann ich da nicht hin? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, Leute. So, und wo war jetzt dieses eine Ding? Ist da noch weiter? Okay. La 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 la. Hier ist ein Point of Interest. Pilgrim. Hallo Pilgrim. Ah, hallo. Glad to see some company. I'm from Mayor's Market, a great place where ordinary people can live peacefully. It's not safe to travel alone in the wilderness. Don't worry. God will bless me. It's the miracle that I'm going after on the beach north of the cove. A miracle? Sounds fishy. Miracle reveals itself as the moon arises and only to the eyes of the pews. Pews heißt das, was heißt pews? Der Gläubigen oder was? Ist das jetzt eine Quest gewesen oder wie? Ich finde das crazy, warum kann ich da jetzt nicht hin, mich hin teleportieren? Ich war doch zu Hause. Habe ich jetzt nicht verstanden. Entschuldigung. Also sag mal. Boah. Boah. Oh oh. Ich wollte nicht stören. Bitte. Gehen Sie weg. Ich glaube, es ist sinnvoller, sein Moped einfach wieder neu aufzustellen. Anstatt, das zu versuchen rauszuholen aus irgendeiner Ecke. Okay, aber wie gesagt, jetzt mit dem Teleportieren, dass ich das jetzt nicht konnte, habe ich nicht verstanden. Aber vielleicht, weil es ein anderes Territorium ist. Und ich konnte auch nicht in, in den anderen Spot reingehen. Das war echt ein bisschen komisch gerade. Ja, vielleicht werde ich doch nochmal früher oder später umziehen und woanders hingehen. Weil wir sind ja schon ziemlich weit unten hier. Vielleicht werde ich das irgendwann mal anders machen. Gerade wenn wir uns auch mehr in den Norden bewegen. Wir haben bald kein Fuel mehr und auch unser Moped ist ein bisschen kaputt, sehe ich gerade. Kann sein, dass wir früher oder später uns Fuel herstellen müssen, Leute. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Fuel dabei gehabt, aber halt nicht so unfassbar viel.
Wow. Alter, das ist doch ein Schmutz. Egal, ich laufe weiter. Dass man da nicht rüberspringen kann oder dran vorbeifahren kann. Jesus Christ. So, wenn ich jetzt tanken will, wie mache ich das? Ja, oh, wir tanken voll. Ja, nice. Oh, damn, hier hängen ja Leute an der Brücke. Ich habe mich doch letztens nicht verguckt, als ich hier in der Zeit lang... Ich bin da nämlich einmal an der Brücke da hinten lang gegangen, habe von weitem so geguckt, dachte so, hängt da jemand? So, dann würde ich sagen, fahren wir dann hier unten hin. Zu dem Spot. Und dann, gucke ich mal, ob da noch das Event ist. Aber ich glaube, es ist nicht mehr da gewesen. Kann ich auch hier lang fahren? Nee, ne? Ich glaube, ganz ehrlich, Leute, die Days Gone und so gespielt haben, die werden das schon ziemlich feiern, das Game. So. Dann müssen wir ja, glaube ich, nur hier runter, ne? War das nicht so? Die Brücke. Alter. Really? Jo, hier unten ist mein Shelter. Geil. So, und vorhin war hier ein Fishing-Event. Und jetzt, wo ich 2 Stunden später da bin, ist es natürlich nicht mehr da. Das kann doch nicht sein. Boah, da hätte ich so gerne mitgemacht. Naja, okay, gut. Ich würde sagen, ich mache langsam aus. Bin heute müde. Wir sehen uns also Samstag wieder. Leute, falls ihr Bock habt, machen wir Samstag weiter. Was genau ich spiele, weiß ich noch nicht. Entweder machen wir mit Once Human weiter oder wir können ja auch in beides reingucken. Wir können ja sowohl als auch machen. Und wegen Kochstream müssen wir auch schauen. Das würde ich jetzt nicht dieses Wochenende machen, also was jetzt kommt, sondern vielleicht das danach, dass wir das Ende oder so Mitte April machen. Und zu Ende April, Anfang Mai könnten wir dann gegebenenfalls den 12-Stunden-Stream machen, wo wir zusammen Elden Ring mit dem Scotty und dem Schaukler spielen wollen. Das könnten wir als nächstes dann starten. Ja, also ziemlich cool. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich bin echt happy, dass es überhaupt klappt, muss ich sagen. Weil ich hatte echt Angst, dass das tatsächlich bei mir nicht funktioniert, das Spiel. Wir haben Sex. Ah!